Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Cheftrainer Friedhelm Funkel vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Trainer, dein Statement vor der Partie bitte. Ja, wir fahren morgen auf die Schwäbische Alb, nach Heidenheim, um da natürlich auch zu punkten. Wir wissen aber auch, dass Heidenheim gerade in den letzten Spielen zu Hause immer getroffen hat. Und dass Heidenheim vor allen Dingen die mit Abstand stärkste Mannschaft nach Standardsituationen ist. 21 Tore schon nach Standardsituationen erzielt. Hat natürlich Marc Schnatterer einen ganz großen Anteil dran. Das habe ich auch vor dem Hinspiel schon gesagt, dass er der beste und gefährlichste Standardschütze in der zweiten Liga ist. Und das heißt für uns natürlich, Standardsituationen nach Möglichkeit zu vermeiden. Und wenn wir sie letztendlich hinnehmen müssen, dass wir es wirklich mit aller Macht verteidigen müssen, dass wir alles, was wir an körperlicher Präsenz da in die Waagschale werfen können, das auch tun, um nicht durch den Standard möglicherweise ein Gegentor zu kassieren. Da werden wir natürlich unseren Fokus drauf legen. Und wir müssen natürlich ein gutes Umschaltspiel haben. Wir müssen schauen, dass wir den Heidenheimern auch so wenig Räume wie möglich geben. Und wenn wir im Ballbesitz sind, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich schnell zu kontern, schnell umzuschalten, um daraus das eine oder andere an Torschancen zu kreieren. Vielen Dank, Friedhelm. Dann eure Fragen bitte. So ein paar Ausfälle sind ja klar durch die mit Olli Fink und Karl Eier und so. Können Sie wenigstens ansonsten das Personal bringen, was Sie so hatten, oder ist jetzt kurzfristig noch was passiert? Nee, man hat ja immer genügend Spieler, die im Kader sind. Und natürlich ist mit Kahn und André zwei Spieler, die nicht dabei sind, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir vor allen Dingen defensiv sehr stabil gestanden haben. Aber Robin und Adam haben das im ersten Rückrundenspiel gegen Sandhausen hier zu Hause auch sehr, sehr gut gemacht. Und sie haben auch in vielen Trainingseinheiten zusammengespielt, sodass ich mir da überhaupt keine großartigen Gedanken mache, sondern die beiden werden ihr Bestmögliches geben. Davon bin ich überzeugt und werden der Mannschaft Stabilität geben und werden ihr so helfen, dass wir auch in Heidenheim erfolgreich sein können. Wie sieht das mit Olli Finks Ausfall aus? Wer kommt da in Frage? Das weiß ich noch nicht. Also Olli wird ausfallen, da haben wir einige Optionen und eine davon wird sich nach reiflicher Überlegung dann auch machen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir taktisch agieren werden. Auch da lasse ich mir bis zum Sonntag noch Zeit, wie wir das machen wollen. Und dann entscheide ich, wer letztendlich für Olli in die Mannschaft kommt. Sie sind ja kein großer Freund in der Regel von Statistiken, aber Sie sind nochmal nachgerufen, unter Ihrer Regie hat die Fortuna noch nie dreimal in Folge verloren. So, muss sich eigentlich auch gar keiner Gedanken machen am Sonntag, oder? Doch, da muss man sich schon Gedanken drüber machen. Wir können in Heidenheim auch verlieren. Das, was ich immer wieder sage, du kannst jedes Spiel in der zweiten Liga gewinnen oder du kannst auch verlieren. Ja, das ist eine Mannschaft, die gerade eben auch zu Hause versucht, über den Kampf, über den Einsatz, über viele Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Und wir müssen alles in die Waagschale werfen und ein bisschen Quäntchen mehr Glück haben als in den letzten beiden Spielen, wo wir auch gut gespielt haben, wo wir aber letztendlich viermal an Pfosten und Latte gescheitert sind. Das sind so Spiele. Und wir haben in der Hinserie und auch in der zweiten Serie viele Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Jetzt haben wir halt mal zwei Spiele mit einem Torunterschied verloren. Und das wirft uns nicht um, überhaupt nicht. Das ändert an der gesamten Situation überhaupt nichts. Man muss sich immer mal wieder vor Augen halten, ne? Das sollte man immer mal wieder tun, auch Journalisten und Fans machen das sowieso, wie die Ausgangslage vor der Saison war. Ja, wie war die Ausgangslage vor der Saison? Wir sind zwei Jahre hintereinander knapp dem Abstieg entronnen. Ja, wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen schauen, dass wir uns punktemäßig verbessern, dass wir uns spielerisch verbessern, dass wir mehr Tore erzielen, dass wir mehr Heimspiele gewinnen. All das ist passiert. Und trotzdem herrscht teilweise eine Unzufriedenheit, und ich wiederhole mich da, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Was die Mannschaft bisher geleistet hat, auch wenn sie dreimal in Folge verliert. Ja, der hat jetzt zweimal in Folge verloren. Ja, das ist einfach fantastisch und das wird bis zum Saisonende so bleiben. Ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Wenn vor der Saison einer gesagt hätte, wir würden jetzt am 29. Spieltag da stehen, wo wir jetzt stehen, hätte jeder unterschrieben. Jeder Einzelne. Die Mannschaft hat bisher nochmal Fantastisches geleistet, hat in vielen, vielen Spielen, knappen Spielen gezeigt, zu was sie zu leisten imstande ist, dass du dann nochmal Phasen hast, wo du Spiele nicht gewinnst, wo du Spiele verlierst. Das gehört zur Normalität einer Bundesliga-Saison, einer Zweitligasaison. Das gehört vollkommen dazu. Mannschaft und Trainerteam arbeiten absolut konzentriert weiter. Wir haben immer wieder gesagt, das ganze Geschreibe und das, was immer wieder in den Zeitungen teilweise steht, in verschiedenen Zeitungen, ja, mit Aufstieg und dann ist Aufstieg und noch 25 Tage bis zum Aufstieg, das ist doch alles Quatsch. Ja, das sind alles Geschichten, die haben im Fußball gar nichts zu tun. Ja, man sollte mehr über Fußball schreiben. Man sollte mehr darüber schreiben, was diese Mannschaft taktisch in dieser Saison schon alles geleistet hat. Was einzelne Spieler geleistet haben. Wir haben 8 oder 9 Spieler neu eingebaut. Wie diese Spieler sich im Laufe der Saison entwickelt haben. Da sollte man mal drüber schreiben. Ja, und nicht, ob da ein Balkon gebaut wird oder ob da einer umzieht, wenn er irgendwo anders hinwechselt, wo er gar nicht umziehen braucht. Ja, das sind alles Geschichten, die haben nichts mit Sport zu tun. Wollen Sie denn noch länger in Krefeld wohnen bleiben, Herr Funke? Ich ziehe aus Krefeld nicht mehr weg. War Ihnen das denn jetzt, oder entnehme ich jetzt Ihre Aussage, dass Sie das wieder auch etwas zu negativ war jetzt in der Woche nach der zweiten Niederlage in Folge? Eben weil Sie sagen, es gibt diese Phasen ja und die haben alle. Ich habe das anders erlebt. Ich habe das in anderen Städten anders erlebt. Da ist man gepusht worden, da hat man das Positive gesucht und dann ist man auch aufgestiegen. Da sucht man nicht immer das Negative, da sucht man nicht immer das und das und ja, boah, jetzt wieder nicht gewonnen, jetzt haben wir 2 Spiele nicht gewonnen und so weiter. Ja, gut, das ist bei jedem halt verschieden. Das ist so, aber ich kenne das eben auch anders. Worauf beziehen Sie das Pushen? Ja, dass man auch nach Niederlagen mal positive Dinge schreibt. Dass man einfach mal schreibt, jetzt erst recht, Männer, und wir haben bisher Unglaubliches geleistet und das kommt jetzt und das kommt jetzt und das war vielleicht taktisch nicht ganz so gut oder das hat taktisch gut funktioniert. Dass man mehr über Fußball schreibt. Das ist das, was ich meine. Und nicht nur Randgeschichten. Ich weiß, dass das heute in der heutigen Zeit fast schon dazugehört. Aber wenn man auch mal beim Training ist, dann sieht man ja, da braucht man eigentlich gar nicht fragen, wie wir spielen. Weil das hat man gestern und heute gesehen. Bin mal gespannt, ob das richtig geschrieben wird. Wenn man sich darauf konzentriert. Ne? Wie ist das ein oder andere taktisch gelaufen, gestern und heute? Ja, das konnte man ganz klar sehen, wie wir spielen. Ganz klar. Und das ist Sportjournalismus, Fußballjournalismus. Ich meine, Sie waren nicht da. Die können ja nicht schreiben. Nee, eben. Das weiß ich. Was? Ich auch. Toll, ich war die Einzige, die da war. Ich bin nachher. Was? Weißt du, wie viel gespielt wird? Sprechen wir schon mit dir. Nee, das ist ja immer ein Vorteil, wenn man als Einziger da ist. Stimmt aber auch nicht ganz. Ich war ja da, der erzählt mir alles. Nein, wir werden alles weiter in die Waagschale werfen, um auch wieder Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft will das in Heidenheim schon umsetzen und wir lassen uns auch nicht von den Ausfällen runterziehen oder sonst irgendwas, weil wir wissen, dass eben auch gerade eben auf der Innenverteidigerposition Adam und Robin A schon mal zusammen gespielt haben, B beide auch schon mal auf dieser Position, Robin natürlich häufiger als Adam, aber Adam kann das in einigen Spielen, das hat er ja unter Beweis gestellt, durchaus auf hohem Niveau in der zweiten Liga auch ausführen, diese Position, das haben wir in Duisburg noch gesehen und auch in dem einen oder anderen Spiel und von daher glaube ich, dass wir da gut gewappnet sind für das Spiel in Heidenheim.
Gökhan Gül hat ja zum ersten Mal heute wieder mittrainiert, aber für den Kader ist es wohl noch zu früh, oder? Nein, der hat ja jetzt das erste Mal mittrainiert. Er ist ja noch ganz, ganz weit von der Mannschaft entfernt, von der Physis her, vom körperlichen Zustand her. Das war jetzt mal, hat ja auch nicht das ganze Training mitgemacht, er hat ja nur ungefähr ein Drittel des Trainings mitgemacht und das ist noch viel zu früh. Wir sind froh, dass Gülkan wieder so weit ist, dass er die schwere Verletzung so überstanden hat, dass er jetzt wieder herangeführt werden kann und dass er wohl in der nächsten Woche, hoffe ich jedenfalls, das komplette Trainingsprogramm absolvieren kann, mitmachen kann und dass er dann vielleicht den einen oder anderen Einsatz auch in der U23 noch machen kann. Aber das müssen wir abwarten. Wichtig ist, dass er gesund bleibt, dass er wirklich gesund bleibt und von der Physis her jetzt Tag für Tag einen Schritt weiter und ein Stück näher an die Mannschaft reinkommt. Herr Funkel, haben Sie schon entschieden, wer als zweiter Schlussmann mitfährt? Ja, Michel Renzi. Mhm. Der ist wieder voll da. Der ist schon länger wieder voll da, hat jetzt auch mal zweimal in der U23 gespielt. Hat ja das, was ich gesagt habe, von Tag zu Tag sich ja auch im Training wieder näher an die Dinge herangearbeitet, die er eben im mannschaftstaktischen Bereich auch als Torwart braucht. Und deswegen ist Micha am Sonntag oder fährt morgen auch mit nach Heidenheim. Schön viel, lange Zeit war das. Sehr lang. Ja, das ist manchmal leider so, dass man das im Vorfeld nicht so lange erwartet, aber dann kommt eben das eine oder andere und dann kommt das dazu und dann kommt ein Rückschlag. Und das war schon eine lange Zeit, aber Micha ist in den letzten, ich glaube, er trainiert hier schon 5 oder 6 Wochen wieder mit. Ja, er ist ja sehr, sehr trainingsbesessen eben auch und ist gut herangeführt worden, sodass er jetzt in der Tat bereit ist, die letzten 5 Spiele oben auch wieder zu helfen. Sie würden ihn also auch bedenkenlos ins Wasser werfen. Wenn ja, sonst würde ich ihn ja nicht auf die Bank setzen. Ne? Sonst würde ich, weil wir haben ja auch, und das muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, mit Stucki, ein Mann dann bei uns an der Seite gehabt, auf der Bank gehabt, der unglaubliche Ausstrahlung gehabt hat vom ersten Tag an, wo er dabei war, uns wirklich auch geholfen hat und auch da hätte ich überhaupt keine Probleme gehabt, ihn reinzuwerfen, wie er sich dann auch von Tag zu Tag gesteigert hat im Training und so weiter. Er hat ja vorher auch monatelang nicht kontinuierlich trainiert und das hat der Thorsten hat jetzt super gemacht und er wird immer ein Bestandteil dieser Mannschaft jetzt bleiben, ja, das ist ja ganz klar. Und jetzt spielt er halt Sonntag wieder in der U23, da ist er auch ganz, ganz wichtig als Führungsspieler. Und dann sehen wir mal weiter. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, noch die Info von mir, dass uns 1300 Fortunen nach Heidenheim begleiten am Sonntag. Dann wünsche ich euch und den 1300 natürlich eine gute Anreise und bis Sonntag.